Alles klar, vergiss nicht deine Ausrede noch einmal. Willkommen mit der roten Fußgänger. Hier gibt es Blitz, boom, und man stirbt. Marek und die blutroten Klingen abgeschlossen. Story complete. Ja, gut, das war das Ende dieses LPs. Kurz oder lang, ich weiß es nicht. Viel Glück da draußen. Ja, danke. Gut, Marek, mit dir kann ich nochmal reden. Bereite dich gut vor, wenn du einen Waffen wegmachst. Vergiss nicht, deine Zweitwaffe auszurüsten. Ich habe doch zwei Waffen. Gefechte. Mhm. Story. Achte auf die famosen Fumori. Fumori, tut mir leid. Ich entschuldige mich oft. Ich habe keine AP, das nervt. Ach so, ja, die sagt immer noch das Gleiche. Schön. Wir müssen wieder ab zum Deck. Juhu. So, jetzt gehe ich. Erforschung. Ja, ich will erstmal irgendwas anderes machen. Hahaha. Ort wählen, wähle einen Ort. Wofür gibt's sowas überhaupt? Ja, viele andere Leute, die gerne rumspringen, das ist schön. Gefährliche Ruinen. Liste verfügbare Schiffe auf. Held. Kein Schiff verfügbar. Alles klar, dann mache ich eins. Gefecht. Da. Ach, keiner war das vorhin. Einfach 100 Punkte. Gewinne mit zwei oder weniger Spielern. Gewinne eine von 5 Minuten. Alles. Kann ich das nicht beides machen? Okay, dann mache ich das innerhalb von 5 Minuten. Schnetzel ich mich einfach durch, ne? Allein. Start, wenn du willst. Schön. Schiff wird vorbereitet. Ja, und ich muss wieder nicht auf Betreten klicken. Das ist irgendwie komisch. So, da habe ich. Jetzt wird der Shop ja direkt geöffnet. So, Phönixfedern, überhaupt keine Ähnlichkeit mit Final Fantasy Jaco. Niemals. Ausrüstung. Zwillingsschwert. Oh, ich glaube, die habe ich schon. Tut mir leid, das brauche ich nicht. Hilfe, das ist nur so in Hilfeladen, ne? Hm. Kettenhaken. Zweitwaffe. Was ist denn hier? Hm. Komisch, verstehe ich noch nicht ganz. Kleine Bombe. Wir werden uns danach mal hiermit auseinandersetzen, ne? Ah, wir bieten uns was zu essen auf. Ah, lecker Kürbis. Hey, cool. Man kann hier, bleibt aber nicht hängen. Oh, das geht sogar kaputt. Hey, was hast du für Fische? Ich wollte eben noch sagen, man kann hier Aufstand spielen. Hier. So. Das ist auch lustig, oder? Man kann damit schlagen. Oh, das ist ja cool. Man kann sich das Teil ja fast selbst in die Fresse schlagen. Hier. Ha. Zerstörung. Und dann lässt es einfach fallen. Warum? Spielen wir. Es ist eine 6. Ja, wir dürfen bei Monopoly sehr weit gehen. Okay. So. Hören wir auf mit der Spielerei. Los geht's. Nein, die Kamera. Das ist lustig. Das ist innovativ. Yeah. Ich kann mich bewegen. Ich kann mich bewegen. Ich bin super toll. Ich bin super toll. Yeah. Niemand braucht das Schiff. Niemand. Ich habe eine Ente geschlagen oder sowas in der Art. Ja. So, innerhalb von 5 Minuten soll ich das machen. Gut, ich habe jetzt eine Uhr hier. Ich habe jetzt eine Uhr hier. Famoses Zeichen. Ich habe keinen Timer, ne? Das ist schade. Wir sollten sie eigentlich doch nur untersuchen. Ich verstehe es nicht. Also ich weiß nicht, wie ihr ein anderes Volk untersucht, aber ich
würde mir dieses Volk wahrscheinlich erstmal anschauen. Es ist bedrohlich, es ist ein Tod, es ist hier in dieser Gegend, es ist mir so unbedingt. Ganz egal, was es ist. Ich bin ganz allein, ich muss das in 5 Minuten schaffen. Yeah. So, noch schneller rennen, also mega Sprint. Ihr seid tot. Und? Nein, ich wollte da jetzt nicht runterfallen. Ach, aber wahrscheinlich hätte man da auch einfach wieder hochgehen können, ne? Das ist auch schön zu wissen. Zeit, das ist gut zu wissen. So, wann ploppen die nächsten Gegner auf? Pop-ups? Nee, doch nicht. So, gut. Toter Gegner ist tot. Sehr schön. Wo muss ich denn jetzt lang? Verdammt. 2 Wege und ich weiß nicht, wo es lang geht. Nehmen wir uns diesen Weg vor. Gepflastert. Mit einem Feuerwehrschuss zu untersuchen. Und einfach mal. Nein, da war noch ein Item. Hey, sie schaut auf die Map. Ich kann mich bewegen. Schau mal zu ihr. So, lass mich das mal nehmen. Immer der scharfe Zahn, so wie dieser Boss gegen den Lauf ist, anzugreifen. Hätte ich wahrscheinlich auch wieder eher in der Luft machen sollen. Ja, ich stoße jetzt auch mal mit da. So, hier sind noch Sachen. Ganz innovativ übrigens eine neue Nagelkeule, die wir auch bestimmt zum ersten Mal bekommen. So schön. Muss ich sonst noch irgendetwas? Nein! Schön.
Das ist doch mal was, ne? Leider können wir Stein noch nicht zerstören. Und unsere Rüstung hat irgendwie Schaden genommen, glaube ich. Auf jeden Fall wurde da eben etwas angezeigt in der Richtung, ne? Komm, Kampfkunst. Gehen wir wieder zurück zu Marek. Es ist ja so spannend, das muss ich an der Stelle mal sagen. Also überhaupt nicht vergleichbar mit anderen MMOs dieser Art. Man geht nicht einfach nur hin und her und macht irgendetwas. Man geht immer wieder zu den gleichen Sachen oder man geht nicht einfach. Ich brauche neue Orte. Du hast Level 4 erreicht. Das ist gut. Ich habe nicht mal gewusst, dass ich Level 3 war. Gut. Es tut mir leid. Dein Bericht muss warten. Alles schön. Ich habe 8 Gold erhalten. Der Hauptmann ist gerade aufgewacht. Während ich nicht hier bin, kümmert sich Kara um alles. Kara nickt und dreht sich dir zu. Okay, dreht sich zu dir, wollte ich eher lesen. Hattest du schon ein Skill-Training? Nein, ich hatte ja noch keine AP gehabt hier. Wie sehe ich, hattest du noch kein Training? Es ist im Grunde ganz einfach. Wähle ein Skill und drücke trainieren, um die AP zu benutzen. Suche dir einen Skill aus und setze ihn hoch auf Rang E. Drücke hierfür trainieren, um die AP zu verteilen. Versuch es doch mal. Ja, schön. Gleitschritt. Das kann ich doch schon. Passiver Skill. Was kannst du? Ach, ich muss auf das Bild gehen. Das ist natürlich auch gut zu wissen. Erlaubt dir, den Angriffen geschickt auszuweichen. Höhere Ringe erlauben es dir, länger unverwundbar zu... Unverwundbar. Mit einem Ausfallschritt. Okay. Erhöht die Zeit, die du unverwundbar wirst, während du den Gleitschritt verwendest, um 0 Sekunden. Erlaubt es dir, für 16 Ausdauer den Gleitschritt zu verwenden. Habe ich doch vorhin schon gemacht. Erhöht die Kraft von normalen Angriffen um 8%. Verstärkt normale Angriffe an. Normale Angriffe verursachen weniger Schaden, aber sind schneller und verbrauchen weniger Ausdauer. Gilt nur für normale Angriffe mit Primärwaffen. Greifende Angriffe mit Objekten sind nicht davon betroffen. Plopp. Geht doch. So, jetzt haben wir keine AP mehr. Aber wir können jetzt besser rumkloppen, ne? Versuch es doch mal. Ja, ich hab's versucht. Hat wohl funktioniert. Und? Ja, musst du mir sagen. Exzellent, einfach, oder? Du hast nur bis zu 1000 geblüht. Ja, wie geht's überhaupt mal? Interessiert mich die Story gerade? Nein. So. Ich muss ja nicht alles Stück für Stück erklärt bekommen. So. Älteres Stammwissen. Hey, Muster. Guter HP dran. Alles schön. Achte auf die Famosen. Tut mir leid, dass ich gerade alles das übersprungen habe. Aber ich bin gerade nicht von dieser Storyline gut angetan. Es ist nichts Besonderes bisher. Und hier ist es ja eine Closed Beta. Und ich würde die Zeit erstmal gerne anders nutzen, als mir die ganze Zeit erstmal Texte durchzulesen, die weder von einer schönen Story bisher prahlen, noch wirklich sonst irgendetwas hermachen. Reisebedarf, alles klar. Etwas abgeben. Mach ich locker. Kriege ich dafür Erfahrungspunkte, Gold und Fähigkeitspunkte. Ha. Christy. Ich bin schwer enttäuscht. Blablabla. Zumindest schaut die Christy gut aus. Rotes Haar. Ja. Boah. Tut mir leid. Ich würde es besser finden, wenn die Charaktere hier auch wirklich im Bildschirm wären und nicht einfach ein statisches Bild, wie ich es zuvor ja schon einmal gesagt habe. Ich habe irgendeine Quest aufgenommen. Tag. Blitz, nicht Gewitter. Oh, Alice. Alles. Hauptsache Effektgewitter und Geräuschgewitter. Sie wollten dich. Schön und gut. Handel! Was hast du denn Schönes für mich? Für Level 18.
Alles klar, komme ich später wieder. Zu wenig Gold. Schade aber. Handwerk. 10 Speere. Aha. Gut, ich